We are family, we are fit. Heute präsentieren wir dir 9 Fitness-Tipps, damit du und deine Familie fit und gesund durch den Winter kommen. Mein Name ist Markus Hangl von Gesundheit Plus. An unserem Standort in Viss bieten wir Physiotherapie, Massagen sowie Fitness- und Gesundheitstraining an. Du findest bei uns Zeit für Entspannung und Regeneration, sowie Fitnesstraining und Physiotherapie nach Verletzungen oder bei Problemen mit deinem Rücken. Nun zu den Übungen. Ein Rumpf- und Stabilisationstraining stellen die Grundlagen für das Skifahren dar. Übung Nummer 1. In Rückenlage das Becken nach oben heben und halten. Strecke abwechselnd das rechte und das linke Bein. Spanne dein Gesäß fest an. Bleib im Balance und stabilisiere das Becken am höchsten Punkt. Trainiere gemeinsam mit deinen Kindern. Du wirst sehen, ihr habt Spaß dabei. Übung Nummer 2. Im Vierfüßlerstand, aber Achtung, wer es schafft, hält die Knie in der Luft, bewegst du dich nach vorne. Trainiere langsam und kontrolliert und aktiviere deine Bauchmuskulatur. Arme und Beine werden diagonal angesteuert. Rechter Arm zugleich mit dem linken Bein, linker Arm zugleich mit dem rechten Bein. Bei der Übung Nummer 3 werden die Oberschenkel gekräftigt und die Wirbelsäule mobilisiert. Gehe tief in die Hocke und strecke deine Arme so weit als möglich nach oben. Achte auf einen geraden Rücken und lass nicht zu, dass deine Knie nach innen oder außen abweichen. Halte die Hocke für ein paar Sekunden, danach entlastest du wieder und nimmst die Ausgangsposition ein. Die Dauer der Übung bestimmt den Schwierigkeitsgrad. Jeder Skifahrer braucht eine stabile Beinachse. Der Talski kann dadurch optimal belastet werden. Die Verletzungsgefahr wird reduziert. Bei der Übung Nummer 4 begibst du dich zunächst in den Einbeinstand. Den freien Oberschenkel beugst du waagrecht nach vorne. Die Handinnenflächen werden gegeneinander gedrückt. Halte die Position für einige Sekunden und strecke in der Folge das gebeugte Bein nach hinten und gehe tief. Bei der Übung Nummer 5 steht der Spaß im Vordergrund. Du versuchst, ruhig auf einem Bein zu stehen und wirfst deinen Familienmitgliedern den Ball zu. Versuche nicht umzufallen und vergiss nicht, das Bein zu wechseln. Die Übung kann erschwert werden, indem du eine instabile Unterlage, wie beispielsweise ein Kissen, verwendest. Übung Nummer 6. Die Familienmitglieder versuchen abwechselnd, das Bein so weit als möglich nach vorne, zur Seite und nach hinten zu strecken. Dies stellt eine sehr große Herausforderung für deine Beinstabilität dar und hilft, das Sturzrisiko zu reduzieren. Der Körper lernt schnell zu reagieren und sich anzupassen. Versuche, das Standbein so ruhig als möglich zu halten und wenn du möchtest, dann kannst du auch messen, wer in der Familie das beste Ergebnis erzielt. Übung Nummer 7. Der Plank ist eine sehr anspruchsvolle Übung für die gesamte Rumpfmuskulatur. Nur die Zehenspitzen und die Unterarme berühren den Boden. Den Rest des Körpers versuchst du so gerade als möglich zu halten. Achte darauf, dass du die Ellenbogen in den Boden drückst. Die Schulterblätter gehen dabei auseinander. Halte die natürliche Lordose, Krümmung, in der Lendenwirbelsäule und werde nicht rund. Um die Übung etwas zu erleichtern, kannst du die Knie etwas ablegen. Übung Nummer 8. Im Vierfüßlerstand streckst du Arme und Beine abwechselnd diagonal. Lege einen Ball auf die Lendenwirbelsäule und versuche, diesen ruhig zu balancieren. Wer in der Familie schafft das? Bei der Übung Nummer 9 bleibst du im Vierfüßlerstand. Nur heben die Knie ganz leicht vom Untergrund ab.
Halte die Position für 5 bis 10 Sekunden. Entspanne kurz und wiederhole die Übung. Die Kinder haben auf dem Rücken der Eltern sehr viel Spaß. All diese Übungsvorschläge trainieren den Rumpf und die Beinachse und tragen dazu bei, dass ihr euren Skiurlaub am Sonnenplateau Safaus Fisladis besser und sicherer genießen könnt. Trainiert regelmäßig euren Körper und eure Muskeln. Ihr habt nur dieses eine Zuhause. Mehr Informationen zu Gesundheit Plus und dem Standort in Fis findet ihr unter www.gesundheitplus.tirol.